wieder. Und zwar möchte ich heute mit euch einen Putenbraten machen. Ich habe vor, den zu füllen mit Kräuterfrischkäse, eine Zucchini habe ich da und Karotten. Das sollte da rein in feine Streifen. So habe ich es mir gedacht. Ich habe das selber noch nie gemacht und ist so eine Idee von mir. Und ihr seid wieder mit dabei, wie ich das mache und natürlich auch beim Endergebnis. Was jetzt noch nicht feststeht, natürlich nicht. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, hier haben wir unseren tollen Putenbraten, Putenbrust. Den müssen wir uns noch ein bisschen zurechtschneiden. Da können wir nicht alles brauchen. Da werden wir hier, das Stück werden wir, glaube ich, wegnehmen. So. Da müssen wir mal schauen, was wir mitmachen. Und den werden wir uns aufschneiden als Rollbraten. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich denke, wir schneiden einfach mal ein bisschen wild drauf los. Drehen das immer so ein bisschen weiter. Runterschneiden. Ja, da haben wir jetzt ein Loch drin. Schade, aber es wird schon, werden wir schon zukriegen. So, hier ist er noch ein bisschen dick, aber das macht uns nichts. So eine große Füllung werden wir eh nicht da reinkriegen, das Loch. Das müssen wir nachher irgendwie kaschieren. Legen wir da gleich einen drüber. So. Schon müsste es funktionieren. Gut, das ist unser Putenbraten, den wir jetzt füllen werden. Dazu richte ich jetzt mal eine Frischkäsefüllung und schneide mir Karotten und Zucchini. So, hier haben wir unseren Wicht und da werden wir jetzt unseren Frischkäse einfüllen. Wie gesagt, es soll jetzt nicht die Riesenfüllung werden, nur dass da so ein bisschen was drin ist, halber Becher, also sind da drin 250 Gramm, glaube ich. 300, also 150 Gramm werden wir da jetzt haben. Das werden wir uns jetzt würzen. Erstmal ein bisschen Salz, ein klein bisschen Majoran, ein paar Kräuter, da habe ich hier so Kräuterlinge, Pfeffer, reicht schon. So lassen wir es erstmal stehen und machen gleich mit der Zucchini weiter. Da schneiden wir die Enden ab. Und werden die mal versuchen auf Stufe 1 über den Hobel zu ziehen. Schnitt werden wir nicht nehmen. Dann nehmen wir noch ein paar Streifen. Auch Stufe 1 gefällt mir gut. Ja, das wären schöne Streifen. So, hier haben wir unsere beiden Karotten. Schneiden wir auch die Enden ab. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht. Zwei Stück brauchen wir gar nicht. Die werden wir jetzt auch versuchen, da drüber zu ziehen.
schöne feine Scheiben. Da reicht uns eine Karotte, da machen wir noch mal ein paar Scheibchen. Hier sollte man etwas vorsichtiger sein bei dem scharfen Hobel ohne Restehalter, aber das sollte uns von der Menge her auch reichen. Jetzt kommen wir dann zu unserem Braten zum Füllen. Und wie immer, wenn ich beim Kochen bin, meine obligatorische Tasse Kaffee. Meistens wären es 2 oder 3, aber das gehört für mich einfach immer dazu. So, das Füllen der Putenbrust. Da kommt erstmal unser Käse drauf. Lassen wir am Rand ein bisschen Platz. Wir haben von Pampa Chef so schöne Mix und Scraper. Schauen wir her, damit kriegt man das. Wirklich wunderbar sauber und können damit auch besser verstreichen. Jetzt unser Gemüse. Lege ich es jetzt so hin? Nein, ich lege es längs. Kann man schön mit aufrollen. Darauf kommt unser Zucchini. Das werden wir uns noch würzen. Mit ein bisschen Salz. Jetzt werden wir ihn schon eindrehen. Schauen wir, dass wir das ziemlich eng hinbekommen. Das ist jetzt so. Schade. Ich habe einen Fehler gemacht beim Einschneiden. Aber das werden wir jetzt schon hinkriegen. So, hier schneiden wir uns eine Scheibe ab. Damit verschließen wir jetzt unser Loch. Werden wir wickeln. Machen wir erstmal einmal so rum. Nein, eine Vorrichtung, das ist ja prima. So. Das kriegt ihr bestimmt besser hin als ich. Aber es erfüllt den Zweck. So, das soll es gewesen sein. Schön eingedreht. Die Zucchini guckt hier raus, die schippen wir weiter nach hinten. Und hier das Stück rücken wir auch da rein. Und dann sieht das gar nicht so schlecht aus. In der Zwischenzeit richten wir uns auch gleich eine Hühnerbouillon oder Hühnerbrühe. Ich habe die hier von Maggi, finde ich ganz gut. Besser wäre vielleicht jetzt ein Hühnerfond oder Geflügelfond zu nehmen. Gibt es ja auch zu kaufen, schon fertig. Der gibt wahrscheinlich ein bisschen einen besseren Geschmack ab. Aber ich bin mit dem eigentlich ganz zufrieden und fahre mit dem ganz gut. Daher nehmen wir davon jetzt 800 Milliliter werden wir uns da jetzt Brühe richten, in heißem Wasser auflösen und die werden wir hinterher brauchen für die Soße. So, mit Salz und Pfeffer gewürzt, habe ich hier noch ein bisschen Sonnenblumenöl, streichen wir den jetzt noch ein bisschen ein. Das machen wir von allen Seiten. So, das wird die Seite für unten sein, die ist nicht so schön und die Seite, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Alles schön eingestrichen und da freue ich noch ein bisschen mehr drauf. So, jetzt richten wir uns unseren Ofenmeister. Da haben wir schon und da geben wir als erstes unser restliches Gemüse rein, was wir sowieso schon geschnitten haben. Die Karotte, die wir noch hergerichtet haben, schneiden wir auch in grobe Stücke. Und geben das auch mit in den Ofenmeister. Was fehlt uns dann noch? Eine Zwiebel.
schneiden wir auch grob. Zack. Und auch mit in den Ofenmeister. Eine Knoblauchzehe noch. Braucht gar nicht so klein geschnitten werden. Zack. Verteilen wir auch noch mit drin. So schaut das jetzt aus. Und da setzen wir unseren Braten drauf. Zack, ein wunderschönes Gemüsebett. In den Ofenmeister mit dem Gemüse und dem Braten geben wir jetzt gleich von unserer Hühnerbrühe dazu. So dass der Boden ungefähr 1 cm bedeckt ist. Ja, so bis zum Anfang von dem Fleisch. Unseren Backofen heizen wir jetzt vor und geben den Braten mit Deckel bei vorgeheizten 230, 240 Grad in den Backofen. So, Deckel drauf und ab in den Backofen. Da bleibt er jetzt bei 240 Grad erstmal 35 Minuten und dann schauen wir weiter, wie er ausschaut. In der Zwischenzeit richten wir uns unsere Soße. Dazu mache ich eine Mehlschwitze, aber da seid ihr mit dabei. Ich baue euch jetzt um, dass ihr mir wieder ein bisschen in den Topf gucken könnt. So, jetzt habe ich euch umgebaut. Ihr könnt mir jetzt in den Topf gucken, wie ich die helle Soße mache. Dazu richte ich mir erstmal eine Mehlschwitze und die lasse ich etwas dunkler werden, sodass die Soße hinterher eine schöne hellbraune Farbe bekommt, wie so eine Rahmsoße ähnlich. So, das heißt, wir geben erstmal Butter in den Topf, 30, 40 Gramm, und schmelzen uns die. So, ist die Butter geschmolzen, geben wir gleich unser Mehl dazu, einen gehäuften Esslöffel und noch einen halben dazu. Und leicht anrösten, dass das Mehl ein bisschen Farbe bekommt. Bei Mehlschwitze ist es immer ganz wichtig, dass ihr die lange, lange kochen lasst, dass das Mehl seinen Eigengeschmack verliert. Dann wird euch eure Soße immer ein bisschen mehlig schmecken. Je länger, umso besser. So. Jetzt kommt sie. Jetzt sieht man schon, jetzt kriegt sie etwas Farbe. Da müsst ihr ein bisschen geduldig sein oder weniger Butter nehmen, da geht es schneller. Das ist schon an, jawohl. Sie verliert nachher noch an Farbe, weil ich auch mit Sahne arbeiten werde. Also lassen wir sie nochmal ansetzen. Es darf schon ein bisschen Farbe haben. So, da passiert es schon. So, jetzt haben wir schön Farbe rangekriegt. Jetzt ist es. Das löschen wir jetzt schnell mit etwas Brühe ab. Die Platte schalten wir runter. Wir ziehen das auch runter, das ist jetzt nicht wirklich verbrennend. Und löschen nochmal ab. Rest von der Brühe auf. Und jetzt lassen wir es nochmal aufkochen. Ein Becher saure Sahne dazu. Und 200 Gramm süße Sahne. Würzen wieder von unseren Kräutern. Salz, Pfeffer, und dann werden wir das mal probieren.
probieren. Ein bisschen Salz noch und wir geben noch etwas Cayennepfeffer dazu. Ein Teelöffel Limetten- oder Zitronensaft. Probieren das nochmal. Sieht aus wie so ein Heiligenschein da oben. Ich gebe noch eine Prise Zucker mit in die Soße. So ein Viertel Teelöffel vielleicht. Das können wir so lassen. So, ausgeschaltet. Bleibt die Soße jetzt so stehen, bis unser Putenbraten die ersten 35 Minuten hinter sich hat. Noch ein Blick in den Topf. So schaut es jetzt aus. Angelegt ist er auch schön. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Beilagen. Wir haben hier unseren Blumenkohl. Wir schneiden uns den Strunk einmal raus. So kleine Blätter, die da unten drin sind, die dürfen ruhig drin bleiben und schneiden den Strunk einmal kreuzweise ein. Das dauert beim Kochen am längsten und so geht es etwas schneller. So, abgespült, in kochendes Wasser gelegt, dazu Kartoffeln, ruckzuck essen, fertig. So, ihr hört es, der Ofen piepst, die 35 Minuten sind jetzt rum und wir schauen mal rein, wie der Braten jetzt ausschaut. So, da haben wir schon unseren Ofenmeister und da schauen wir jetzt mal zusammen rein. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Wir werden ihn jetzt noch mal reinstellen für 5-6 Minuten, dass wir noch ein bisschen Bräune kriegen, ohne Deckel. Backofen auf. Und nochmal ohne Deckel bei 240 Grad hineingestellt. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, den doch nochmal ohne Deckel reinzugeben. Also ohne Deckel nochmal für, ich schätze mal 10 Minuten, den geben wir den jetzt nochmal rein, dass er noch ein bisschen Bräune bekommt, dass er noch ein bisschen schöner ausschaut. So, ich glaube, der Braten sieht jetzt gut aus. Und den holen wir jetzt aus dem Backofen und schauen uns nochmal an. Das sieht jetzt schon nicht verkehrt aus. Schaut so mal. So können wir es lassen. Da haben wir das gute Stück. Jetzt geben wir die Soße dazu. So, prima. Da jetzt der Braten nur noch gar ziehen muss, setzen wir den Deckel wieder drauf und stellen ihn einfach zurück in den auf 100 Grad zurückgestellten Backofen. So, Deckel drauf und zurück mit Deckel in den Backofen. Den schalten wir jetzt runter. So, der Braten ist mit Deckel zurück in den Backofen gewandert. Auf 100 Grad haben wir ihn zurückgestellt. Man könnte ihn vielleicht sogar ausschalten, aber ich gehe auf Nummer sicher. Ich lasse ihn jetzt bei 100 Grad stehen. Koche jetzt noch meine Kartoffeln und meinen Blumenkohl. Das dauert 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht. Und in der Zeit sollte sich der Braten dann auch in dieser heißen Soße gar gezogen haben. So, ihr habt noch mal ein bisschen Zeit zwischendurch. Blumenkohl kocht, Kartoffeln kochen und wir können noch mal eine kleine Bestandsaufnahme machen, was wir bisher gemacht haben. Das heißt, unser Braten ist jetzt wieder in den Backofen. Den Backofen habe ich auf 100 Grad gestellt. Der hat noch nicht geheizt. Das heißt, der Backofen hat immer noch eine höhere Temperatur. Wir könnten ihn wahrscheinlich auch ausschalten. Pute braucht wirklich nicht viel Zeit und auch nicht viel Temperatur, um gar zu werden. In der heißen Soße zieht jetzt dieser Rollbraten schön gar und wird uns dann auch nicht trocken. Wir haben den Deckel ja wieder drauf gesetzt. Ich bin mir sicher, dass da ein ganz saftiger Putenbraten rauskommt. Wenn es soweit ist, seid ihr natürlich wieder mit dabei. So, Blumenkohl etwas mit Butter übergossen bzw. betupft und Kartoffeln, alles fertig. Den Braten aus dem Backofen. Und dann wird schon gegessen. So, der Backofen hat jetzt wirklich nicht mehr geheizt. Das heißt, wir hätten den Backofen auch ausschalten können.
Ich hole ihn jetzt raus und dann werden wir mal schauen, was wir gezaubert haben. So, raus mit dir. Da haben wir das gute Stück. Deckel auf. Jo. Das sieht gut aus. So ist er auch fein. Den werden wir uns jetzt auf ein Brett lupfen. So. Und schneiden den auch gleich an. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Das Band lassen wir einfach mal so dran und schneiden es mit durch. Wow. Kann man das sehen? Das nicht herrlich? Und man sieht, wie es... Och, schaut mal her, wie der Saft da rausläuft. Kann man das... Ich hoffe, das kann man sehen. Ich muss euch mal umstellen. Das müsst ihr unbedingt sehen. Schaut euch das mal an, wie saftig diese Putenbrust ist. Seht ihr das? Einfach gigantisch. Das sieht doch toll aus, oder? Okay. Jetzt bleibt mir nur noch über ein... Teller zu richten und davon mache ich euch wie immer ein schönes Bild. So, da bin ich zurück. Wir haben jetzt unseren Putenbraten gegessen. Mega saftig. Das Gemüse von der Karotte her etwas fast zu knackig. Die Zucchini war klasse, aber Gemüse soll ja knackig sein. Könnte man eventuell entweder noch dünner schneiden oder als Stifte schneiden, dass die eher durchgart. Aber ansonsten mega saftig, mega lecker. Tolle Soße, kann ich nur empfehlen, macht es nach. Sollte euch das gefallen haben, kocht es nach. Und über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und lasst mir doch ein Abo da. Ihr seht es hier oben, einfach anklicken und ihr seid beim nächsten Kochen wieder mit dabei. Macht es gut!